Ah, da möchte sich ein dämlicher Magier mit uns anfreunden. Aber okay, der Taschenspieler. Meinetwegen. Und damit willkommen zurück zu Dragon Quest Builders. Im letzten Part haben wir hier unser kleines Schlösslein weitergebaut. Und ja, sind damit relativ weit gekommen. Wir haben alle Räume jetzt so ziemlich fertig. Hier hinten soll der Thronsaal hinkommen. Und uns fehlen noch die Mauern. Und ja, einiges an Deko und so weiter und so fort. Aber wir sind prinzipiell schon relativ weit. Ich wollte eigentlich gar nicht von dir runter. Wir sind prinzipiell schon relativ weit und brauchen jetzt Steine, glaube ich. Was ist das denn hier? Garden. Ja, ist auch nicht so schön. Das hätte man auch besser machen können. Na, okay, was soll's. Oh Gott, was bist du? Das ist gar nicht creepy. Wer hat dir die Augen gemacht? Was sind diese Augen? Keine Ahnung. Da ist eine Höhle und... Ah, nee. Er geht zum Drachenfürsten hin gerade. Er kam wahrscheinlich von der Höhle hier. Das Haus ist aber ziemlich cool, muss ich sagen. Auch wenn es... Warum liegt da ein Buch? Kann man das lesen? Ne, scheinbar nicht. Auch wenn es irgendwas mit Roblox zu tun hat, scheinbar. Zumindest heißt das Ding so. Und das hier, das ist ziemlich hübsch. Oh mein Gott, ist das hübsch. Das muss sowas noch aufs Thumbnail drauf einfach. Das ist eine der hübschesten Kreationen, die wir bisher hier im Let's Play gesehen haben. Definitiv. Gefällt mir sehr, sehr gut. 10 Punkte von 10 oder so. Oh, und da hinten spawnt gerade ein Pixelart. Sehr schön. Hi. Davon gibt es echt sehr viele scheinbar. Weil wir die ja eigentlich in jedem Part sehen. Na, was soll's. Ein paar Pilze mitnehmen. Und dann gehen wir pennen. Weil es nachts ist. So. Gute Nacht. Und im nächsten Part, am nächsten Tag meine ich, werden wir jetzt weitermachen mit unserer Steinsuche. Aber es gab ja noch irgendwas, was ich machen wollte. Genau, wir wollten... Moment. Wir wollten ja auch in den Filterbrunnen gucken, den wir für das... eine Dings... Ton und Tücken? Okay. Den wir für das eine Dings brauchten. Schreibutensilien. Was man ja alles machen kann. Okay, das gibt's. Wo war das nochmal? War das hier dabei? Ich weiß es nicht mehr. Hier ist jedenfalls. Jedenfalls jetzt Rom. Da brauche ich Schillerseide für, okay. Die können wir uns hoffentlich schön einfach holen. Hier, der Filterbrunnen. Also Steine, Baumwolle und Gigagonienblätter, Blatt, wie auch immer. Also die Gigagonien-Dinger, die wird es wohl im Rimuldar-Gebiet geben. Im Rimuldar-ähnlichen Gebieten. Das war ja... das... blaue Teleportal, wenn es mich nicht täuscht. Aber das haben wir bisher noch nicht gefunden. Wir haben da bloß, die... Oh, da spawnt wieder was. Das ist mein Schloss. Guck mal an. Ja, die Schlosswand ist auch viel cooler gewählt als meine. Ich meine ist die offizielle Schlossmauer, die im Spiel hier, vorgeschlagen wird. Aber ich finde, das sieht halt viel mehr nach Schlossmauer aus, ehrlich gesagt. Aber egal. Jedenfalls, in dem Rimuldar-Gebiet gab es diese eine Schatztruhe, wo wir irgendwie die Blöcke, die halt um die Schatztruhe drumherum waren, zu ganz normalen Erdblöcken machen sollten. Hier ist auch... Was ist denn hier nochmal? Ah, okay. Das ist mir ein Zaubertür und ein Hinweis. Dünger vor allem. Dünger heißt das Wort.
Jedenfalls, ja. Ich weiß nicht genau, wie man das löst, aber irgendwie wird's halt gelöst. Definitiv. Das da. Ich weiß nicht, es reicht bestimmt nicht. Wenn man jetzt meinetwegen mal hier das Burgfundament nimmt und das hier drumherum baut, zum Beispiel. Oh, ich will nicht auf dem Mistvieh reiten. Ich mache das gleich wieder weg. Ich will das nur austesten. Dann ist ja das Zeug trotzdem noch giftig. Das Wasser. Es ist halt abgeschnitten hiervon, aber es ist ja trotzdem noch giftig. Und hier schöpfen kann ich ja auch nicht. Außer, ja. Okay, alles klar. Ja, es ist trotzdem noch weiterhin giftig. Ja, alles klar. Wie ich mir gedacht habe. Da muss ich ja bestimmt irgendwie einen Filterbrunnen reinmachen oder so. Bin ich mir ziemlich sicher eigentlich. Ich will nicht auf dem Mistvieh drauf reiten. Ich wollte nur die Erde wieder hinpacken. Wir waren nur angeordnet. Na egal, passt schon. Ich lasse jetzt das Burgfundament noch da, würde ich sagen. Wenn ich es brauche, hole ich es mal wieder, aber ich will jetzt sofort abzubauen wieder. Ich wollte halt bloß keine Erde nehmen, weil die ja dann so toxische Erde wird, wenn ich die da reinpacke. Ah, guck mal, hier ist der Dschungel. Guck mal einer an. Da haben wir schon mal einen Ort für eventuell die Gigagonienblätter gefunden. Sehr schön. Auch ganz viele Pilze, die wir uns hier holen können. Eine Leiter habe ich bekommen, sehr schön. Welche Monster muss ich denn besiegen? Wo sind die denn aufgetaucht? Ich sehe halt nichts. Oder sind die oben... Ah, sie sind da oben drauf, alles klar. Ups. Ja, Moment, ich baue das mal ganz kurz wieder auf. Wo sind die Leiter? Bin ich blind? Ist die hier irgendwo? Ja. So, oh ja, genau so war das. So, so, perfekt. Dupdi-dupdi-du. Wow, das ist fair. Oh, boy. Ja, ich weiß, dass ich gelähmt bin, liebes Spiel. Ich wollte nur auf meinen Säbelzahntiger bitte drauf. Uff. Oh, komm, auf die Palme. Das kriegst du hin. Und boing, boing. Und boing. Sehr schön. So einfach geht das. Ah, ich bekomme Leitern dafür. Nett. Und da hinten ist sogar noch mehr scheinbar. Gucken wir doch auch mal, welche furchterregenden Monster hier spawnen. Oh. Welche, den ich scheinbar nicht hinkomme. Oh, wie das Ding von runtergestoßen wurde, sehr schön. Ich erkenne halt nicht mehr, wo der Stamm ist. Ah, jetzt bin ich drauf. Sehr schön. Bam und bam. Halt doch hier, Depp. Sehr schön. Ja, diesen Waldbereich hier habe ich tatsächlich bisher scheinbar voll übersehen. Deswegen ist es gut, dass wir jetzt auch hier sind, weil wir können mehr erkunden und mehr Zeug mitnehmen. Das gefällt uns allen natürlich. Kamera bitte zu mir. So, Kohle brauche ich eigentlich nicht mehr, oder? Ich glaube nicht. Wobei, ein bisschen mitnehmen kann nicht schaden. Wir haben zwar wahrscheinlich genug, aber was soll's. Ein bisschen mitnehmen kann ja nicht schaden. Hauptsache, ein bisschen Kohle haben wir noch. So. Was ist das hier für eine Höhle eigentlich? Keine Ahnung. Guck mal, so. Okay, hier ist der normale Eingang. Den normale Menschen benutzen.
Und nicht wie ich, der einfach so von oben reinspringt. Mit... Oh, das ist nett. Die nehme ich dankend an. Da muss ich mir wenigstens keine eigenen machen. Das ist auch sehr schön. Ach, ich mag die Musik ganz gern. Mit dem Säbelzahntiger. Wobei mir Homeland, also das normale Team, was er spielen würde, lieber ist, definitiv. Also ich muss sagen, die Musik, die sie für die Kapitel ausgewählt haben, ist echt großartig. Also, ich habe zum Beispiel an Dragon Quest 11 kritisiert, dass das Spiel zu viel Tracks aus alten Spielen reused. Das Ding ist halt, wenn die Serie das so macht wie hier, so als Anlehnung eventuell an ältere Spiele, sage ich mal, ist das ja vollkommen okay. Und auch in Dragon Quest 11 ist es nicht schlimm, dass sie halt so viele Tracks gereused haben, sage ich mal. Prinzipiell. Aber das, was mich eben gestört hat, ist einfach, dass dadurch potenziell neue Tracks eben weggeblieben sind. Zum Beispiel, so ein trauriger Track, den gab es gar nicht so wirklich in Dragon Quest 11, weil einfach nur die ganzen Tracks aus alten Spielen gereused wurden. Vor allem, was ich witzig finde, ist, dass anfangs geplant war, für Dragon Quest 11 einen komplett eigenen Soundtrack zu machen, ohne halt Tracks aus alten Spielen zu benutzen, außer eben eventuell so Tracks wie zum Beispiel das Dragon Quest Main Theme, weil das in jedem Spiel drin ist. Aber man hat sich ja doch dagegen entschieden, weil man gesagt hat, ja okay, wir haben einige Stellen, die man als Anspielung nehmen kann, wo man alte Tracks benutzen kann. Finde ich vollkommen okay. Macht das von mir aus. Aber die meisten Tracks, die man gereused hat, die waren einfach da, weil man wahrscheinlich zu faul war, Neues zu komponieren. Zum Beispiel wurde ja hier dieser eine traurige Track aus Dragon Quest 5 benutzt. Oh, wie hieß der nochmal? Irgendwas mit Makes Me Feel Sad oder so ähnlich. Jedenfalls verstehe ich nicht, warum man den gereused hat, weil die Szene halt absolut keine Anspielung an Dragon Quest 5 war oder so. Wenn das eine Anspielung an Dragon Quest 5 gewesen wäre, ja okay, dann nehmt's halt, aber das war komplett einfach ohne Schreckenswurzel, nice. Das war einfach eine eigene Szene, wo ich eine eigene Musik... Was ist das denn hier? Wo ich eine eigene Musik schöner gefunden hätte. Kann ich jetzt hier mir Materialien holen oder was? Das ist praktisch. Außerdem das Zeug. Nee, schade. Und das hier, da brauche ich den, die Bomben für die alligen Kugeln. Jetzt Kartoffeln, cool. Gab's nicht eigentlich im Dingsgebiet? Oh, ein Baumwolle, nice. Nice. Ja, aber ich hoffe mal, ihr versteht, was ich meine. Also mein Punkt ist einfach, ich find's schade, dass sie halt diese ganzen Tracks genommen haben, ohne eben wirklich irgendwie eine Anspielung zu machen oder ohne eben irgendwie einen richtigen Sinn, sage ich mal. Ich fände es einfach mega schön, wenn das Spiel einen komplett eigenen Soundtrack gehabt hätte, aber sei es wie es sei, es haben sie so gemacht und ja, ist trotzdem ein sehr schönes Spiel, Dragon Quest 11. Keine Frage, ist auch mein Lieblingsteil in der Serie. Ich bin mir jetzt relativ sicher, unser Saphir ist das, sehr schön. Ich bin mir jetzt relativ sicher, Dragon Quest 11 ist definitiv mein Lieblingsteil der Serie. Und deswegen ist es ein kleiner Makel, dass man eben so viele Tracks gereused hat. Ich persönlich, mich stürze ein bisschen, aber was soll's. Aber hier, Builders ist eben kein Spiel der Hauptserie, sondern Builders ist einfach ein kleines Nebenspiel, wo man halt gerne Tracks reusen kann. Wie gesagt, und da finde ich eben die Tracks, die man gereused hat,
Oh Gott, hier sind diese komischen Zombies wieder. Ich springe auf ihren Kopf rum. Ja, finde ich Image-Facts, die man gereused hat, perfekt passend ausgewählt. Kapitel 1, das ganz normale Dragon Quest 1 Orbit Theme. Einfach, als eben das erste Kapitel im Spiel war. Wo man erstmal so ein bisschen, ja. Alles einführt und so, deswegen passt der Track da schon ganz gut. Dann Kapitel 2, das Dragon Quest 4 Homeland Theme, was auch einfach mega schön ist und für meinen Geschmack auch relativ gut da reinpasst, finde ich, in das Kapitel. Einfach, weil es eben die Tragik dieser ganzen Krankheit ganz gut darstellt, tatsächlich, weil Dragon Quest 4, der Hauptcharakter macht ja auch relativ tragisches Schicksal durch, sag ich mal. Und deswegen ist eben in diesem Homeland-Track schon eine gewisse Tragik vorhanden, ne? Und die passt eben auch sehr gut zu der Krankheit. Deswegen finde ich den Track echt sehr gut ausgewählt. Dann Kapitel 3, The Lonely Youth aus Dragon Quest 2, ist auch insgesamt allgemein ein sehr, sehr schöner Track und passt eben auch perfekt in das Kapitel 3. Einfach so diese eisige Kälte, die von Galenhorn ausgeht, passt eben perfekt, hat man sehr gut wiedergespiegelt, eben dadurch, dass man den Track benutzt hat. Und Kapitel 4 ist eben das typische Dragon Quest 3 Orbit Theme, was man zum Beispiel auch in 11 gereused hat. Was ich halt auch dumm fand, weil klar, der Track hat irgendwo in die Situation gepasst. Vor allem, weil eben Dragon Quest 11 ja auch so ein bisschen die Vorgeschichte zu Dragon Quest 3 irgendwo ist, sag ich mal. Deswegen, ja, Track hat so ein bisschen mit in die Situation gepasst, klar. Aber auch an der Stelle, wo er gespielt hat, klar. Aber trotzdem fand ich schade, dass das eigentlich ziemlich coole Overworld Theme aus Dragon Quest 11 dadurch genommen wurde und eben dieser, ja, gereused Track eingefügt wurde. Wie gesagt, ich hatte da absolut nichts gegen eigentlich, aber ich finde es einfach schade, dass in Dragon Quest 11 halt kaum neue Musik vorhanden war. Wie viele neue Tracks gab es? 15 oder so? Das ist halt ziemlich wenig, ehrlich gesagt. Aber okay. Genug gemeckert. Ich freue mich nichtsdestotrotz auf die Switch-Version von Dragon Quest 11 und auf die neuen Inhalte, die die Switch-Version haben wird. Und deswegen wird Dragon Quest 11 echt ziemlich cool werden. Und ich freue mich auch auf das Let's Play hier, was wir gemeinsam machen werden. Auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr auch. Bum, bum. Genau, so. Und jetzt haben wir eigentlich schon ziemlich viel Zeug mitgenommen hier aus dem Gebiet. Ein bisschen Baumwolle. Haben wir diese Gigagonienblätter? Moment. Ja, okay, das sind die, alles klar, perfekt. Ich habe mich nur gefragt, weil ich die als ein bisschen größer in Erinnerung hatte, aus Kapitel 2, aber egal, was soll's. Sind die halt hier ein bisschen eingegangen und geschrumpft, wie auch immer. So, das Problem ist bloß, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie ich zurückkomme. Und vor allem ist das gar nicht mein Ziel gewesen, jetzt hier hinzugehen. Weil ich ja eigentlich Steine holen wollte. Und die gibt es ja hier weit und breit nicht. Aber ich wollte eben gucken, was mit diesem komischen Filterbrunnen da, also ob ich da irgendwas mitmachen kann, ob ich da, also mit dem Eimer, ob ich da irgendwas machen kann. Aber es ist scheinbar wirklich der Filterbrunnen irgendwie nötig, keine Ahnung. Und wenn nicht, weiß ich nicht, wie ich die Schatztruhe bekommen soll. Und dann werde ich die auch einfach nicht holen, ganz ehrlich. Ich meine, das hier ist nicht mehr das Hauptkapitel. Hier muss ich nicht mehr alles zeigen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass ich irgendwo in den Kapiteln eine Truhe übersehen haben werde. Das ist halt einfach so. Ich kann nicht alles direkt finden. Vor allem, wenn ich das Spiel klein spiele, wie es eben bei Dragon Quest 11 der Fall ist. Dragon Quest 11. Dragon Quest Builders, meine ich. Beziehungsweise, ich habe es nicht klein gespielt, aber halt das Kapitel. Das dritte und vierte Kapitel. Und das hier spiele ich halt auch blind.
Ich weiß, by the way, zum Beispiel immer noch gar nicht, wie das hier nun ist, ob diese ganzen Gebiete hier zufallsgeneriert sind, ob die halt, von den Entwicklern per Hand eingefügt wurden, wie eben die Inseln aus dem Hauptkapitel auch. Ich habe keine Ahnung. Guck mal, das ist ein Stein, sehr schön. Nehme ich die noch gleich mit. Oh, hier war ich scheinbar schon mal. Und da liegt noch so eine Klaue rum. Ja, daran kann ich mich sogar erinnern, wenn es mich nicht täuscht. Hier war ich schon mal. Ah, da brauche ich flüssiges Silber für. Für den Schlüssel. Weil wir haben da hinten ja eine Truhe, Quatsch, ein Gebäude gefunden, wo eine Truhe drin ist. Und das würde ich mir natürlich ganz gerne holen, aber wenn ich da eben nicht das flüssige Silber für habe, dann kann ich es auch nicht holen. Muss ich Metallscheime für töten. Wobei, haben wir eigentlich schon gemacht. Ist der Block gerade despawned? Okay. Bumm. Habe ich ein Fenster von ihm bekommen? Alles klar. Bumm. Ach ja. Da unten war ich ja auch schon mal. Da habe ich scheinbar auch Zeug noch zugelassen. Was ich damals wahrscheinlich nicht mitnehmen konnte. Deswegen machen wir es jetzt. Damals hatte ich noch keinen großen Beutel. Beziehungsweise den großen Schrank halt gemacht. Ich sage viel zu oft halt, ich merke das heute schon wieder voll. Dieses Wort ist eigentlich auch so dumm, jetzt mal ganz ehrlich, weil... Warum sagt man das ständig eigentlich? Weil halt heißt ja eigentlich Stopp quasi. Aber warum benutzt man das Wort auch in dem Zusammenhang, wo ich sie die ganze Zeit benutze? Vor allem, woher habe ich das? Weil früher habe ich dieses Wort einfach gehasst. Also es ist eine witzige Geschichte. Ich hatte in der Grundschule einen Typen in der Klasse, den ich nicht ausstehen konnte, der mich auch absolut gehasst hat. Und der hat das Wort zum Beispiel permanent benutzt. Und deswegen habe ich eigentlich einen relativ großen Hass auf das Wort gehabt. Aber irgendwann habe ich es einfach in meinen Sprachgebrauch scheinbar aufgenommen. Vor einigen Jahren. Und seitdem bekomme ich das nicht mehr raus. Es ist eigentlich echt furchtbar, weil ich finde das Wort eigentlich echt schlimm. Aber irgendwie ist es halt voll in meinem Sprachgebrauch drin. Ja, da! Ich merke schon gar nicht mehr, dass ich halt sage. Ich merke es schon gar nicht mehr. Kennt ihr irgendein Wort, was vielleicht schöner klingt und auch das gleiche bedeutet etwa? Vor allem, ich könnte jetzt nicht mal wirklich beschreiben, was es eigentlich bedeutet in dem Zusammenhang. Wenn ich jetzt sagen würde, statt halt Stopp, dann wäre das seltsam irgendwie. Und ihr würdet nicht wissen, was ich meine. Warum benutzt man halt auch in dem Zusammenhang? Immer um irgendwas zu verdeutlichen, sage ich mal. Ist ja auch so ein bisschen informelle Sprache, sage ich mal. Also nicht komplett formell, sondern wirklich informell irgendwie. Aber warum benutzt man das denn immer? Ich weiß es nicht. Ist eigentlich echt dumm. Das ist auch ziemlich cool hier. Was zum Teufel ist das hier? Oh Gott, das ist gar nicht creepy oder so. Ich glaube, das hier packe ich aufs Thumbnail drauf. Einfach nur, weil es so creepy ist. Da hinten ist gerade was Neues gespawnt. Ah, eine leere Fläche. Cool. Von wem ist die? Test von Erwin. Okay. Oder Erwan, wie auch immer. Okay. Und jetzt begeben wir uns noch auf unsere Mission, Stein zu suchen. Und zwar machen wir das in dem Kapitel 3 Gebiet, würde ich sagen. Das war ja hier, oder? Ich glaube.
Gab's hier Steine? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Müsste aber eigentlich. Vor allem muss es noch irgendwo in das eisige Gatorhorn-Gebiet gehen. War ich da schon mal? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ist wieder eine Weile her, dass ich den letzten Part aufgenommen habe. Ich habe es, glaube ich, schon erwähnt vorhin. Kannst du sterben einfach. Ach, hier war auch die Lava und sowas. Ich will ja eigentlich gar nicht sein. Da ich da wieder an diese dämliche Hände denken muss. Ach genau, stimmt, dann war ich im Eisgebiet schon mal. Weil da gab es ja auch die Eishand, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Mit der habe ich ja auch schon Bekanntschaft gemacht in dem Modus hier. Die will ich auch noch besiegen in dem Let's Play irgendwann. Ich werde möglichst schon die ganzen Truhen und Gegner mitnehmen und so. Aber ich kann eben nicht von allen Truhen wissen, die existieren. Deswegen werden wir niemals alles finden. Die Inseln sind ja auch bloß dafür da, dass man sich Materialien holen kann. Und ja, da nützt es ja auch nicht unbedingt alles, was, sag ich mal. Man kann die auch resetten, deswegen, wenn ich die irgendwann resetten sollte, sind ja auch die Truhen wahrscheinlich resettet, oder? Ich weiß es nicht genau. Aber ich denke mal, ja. Würde es zumindest seltsam sein, wenn nicht. Deswegen denke ich mal, dass, ja, ist eh nicht so wichtig, dass ich alle Truhen mitnehme. Weil ich, wie gesagt, also auch gar nicht weiß, wo alle sind. Deswegen könnte das alles ein bisschen nervig werden. Wenn ich die mitnehmen wollen würde. Guck mal, hier ist zum Beispiel eine. Was muss ich hier machen? Also, wir haben jetzt hier. Muss ich jetzt hier nachbauen? Auch mit Stroh oder ist es egal, mit was ich das baue? Wenn ja, würde ich die Pixelblöcke nehmen. Muss ich jetzt einfach. Ah, die kann ich gar nicht setzen, okay. Dann nehme ich Erde einfach. Oder habe ich Stroh vielleicht dabei sogar? Dass ich das mal bekommen habe von irgendeiner Truhe oder so? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Sieht nicht so aus. Das Palmholz, ja, genau. Ja, dann nehmen wir einfach Erde. So. Oh nein, geh weg. Also ich weiß nicht, muss es Stroh sein? Ich dachte erst mal die Form, weil. Oh boy, Moment. So. Das musste kann ganz kurz sein. Ist eigentlich mal nach hinten verschoben. Das verstehe ich gerade nicht. Ach, warte. Doch, ich glaube, ich verstehe es. Warte mal. Kann das sein, dass quasi immer ein Block weiter wandert, sage ich mal? Also jetzt in dem Bild wandert der Block hier halt nach oben. Da wandert der nach hier. Und der quasi hier runter, als das entsteht. Und dann würde jetzt, genau, der Block hier hoch wandern. Nee. Also, ich habe jetzt ein bisschen was probiert und entweder stimmt das halt nicht, schon wieder halt, oder ich brauche dafür Strohblöcke. Wenn ja, kann ich das gleich nochmal probieren, wenn ich wieder zurückgehe. Ich kann hier keinen Stroh machen, oder? Nee, war auch klar irgendwo.
Gut, dann wisst ihr, wie wir das machen. Wir gehen mal ganz kurz zurück und holen uns kurz Strohblöcke. Und machen den Spaß dann nochmal mit Strohblöcken. Oh, geh hoch. Dafür müssen wir noch ganz kurz zurück ins Portal. Und dann beenden wir den Part auch, wenn das mit Strohblöcken auch nicht klappt, wie ich mir das denke. Also, es kann man nicht mal, normalerweise bei solchen Rätseln, kommt immer dieses Pling-Geräusch von wegen, aha, guck mal, du hast den Block richtig gesetzt. Aber das kam ja auch diesmal gar nicht. Also entweder weil es eben nicht die richtigen Blöcke sind, oder weil die entweder sich dann dachten, ja, wenn wir das Pling-Geräusch machen, machen wir das viel zu einfach. Aber das machen sie ja eigentlich nie bei Rätseln, das haben sie eigentlich immer da, dieses Pling-Geräusch. Deswegen denke ich mal, dass ich entweder, wie gesagt, komplett falsch hatte oder ich Strohblöcke dafür brauche. Keine Ahnung. Und dieses ganze Metrie will ich mitnehmen, bitte. Weil das ist ziemlich viel und ziemlich gut einfach, wie viel es hier gibt. Kann das Säbelzahnkätzchen sich bitte verpissen? Ich will mich... Mann, es ist so nervig. Es ist echt cool, dass man das hat, aber teilweise ist es einfach nervig. So. Sehr schön. Wo war jetzt nochmal hier der... Warum denn nicht? Wo war jetzt nochmal hier der... Ihr wisst schon, der Eingang in das Gebiet. Ich weiß, ich habe keine Ahnung mehr. Jetzt hopst ich hier irgendwo auf den Bergen rum. War der hier unten? Wo war der Eingang? Ich habe keinen Plan. Wie gesichert bist du denn bitte? Warum war die plötzlich so riesig für mich? Ich habe keine Ahnung. Wo ist der Eingang? Ich bin ja vollkommen falsch, kann das sein? Ah, da unten. Aua. Dann gehen wir ganz kurz pennen, holen uns Strohblöcke und machen das dann. Und probieren es dann mal, würde ich sagen. Falsche Richtung. Und merkt, wie das Spiel wieder komisch schlägt. Gerade wieder, keine Ahnung warum irgendwie. Jetzt nicht mehr. Nicht, dass meine Switch einfach gleich explodiert oder so. Das wäre ziemlich doof. Okay, dann machen wir einmal ganz kurz Stroh. Wir haben ja jetzt Seile durch den Efeu, beziehungsweise müssen wir die halt noch machen. Und dann mal gucken. So. Nein, möchte ich nicht. Verpiss dich bitte. So, wir können mal ganz kurz noch ein paar Heilkräuter machen, wenn wir jetzt schon mal das Material dafür haben. Sehr schön. Und dann, hier, Seil, so viel möglich bitte. Und Stroh. Das sollte erreichen. Und dann bewegen wir uns mal zurück zum roten Teleportal. Ja, wir haben heute echt viel wieder geschafft beim Schloss. Aber es muss halt auch mal so einen Erkundungspart wieder geben. Und schon wieder halt, ich könnte mir jedes Mal, wenn ich das sage, die Zunge rausreißen. Weil ich merke dann direkt, ah, du hast wieder halt gesagt. Cool, jetzt hast du wieder Bock, dir die Zunge rauszureißen. Vielleicht sollte ich es nicht mehr machen. Da müsst ihr meine Quatsch auch nicht mehr ertragen. Damit der Kanal hier vom Let's Play-Kanal zum Rockstool-Kanal. Genau. Ist eh viel besser. Oh Gott, nein, ist das nicht. Also ich finde, ich weiß nicht, was Leute an Walkthroughs finden. Ich finde die halt wirklich langweilig zum Zuschauen, weil niemand was irgendwas sagt oder so. Klar, also das Ding an Walkthroughs ist halt, die sind wahrscheinlich, wieder halt, die sind wahrscheinlich dafür gedacht, einfach nur als Komplettlösung, so in der Art. Aber, ja. Dann kann ich auch genauso gut in Let's Play reingucken, sage ich mal. Aber was soll's. Jedem das Seine. Ich finde jedenfalls Walkthroughs relativ sinnlos.
Ich meine, klar, damals, als es noch keine Let's Plays gab, waren Walkthroughs schon sinnvoll, aber jetzt so in der heutigen Gesellschaft, wo es Let's Plays gibt, da sind die schon irgendwie ein bisschen sinnlos. Ist bla, sinnlos, finde ich. So. Da bin ich wieder. Ah, ich muss echt Stroh benutzen, das ist interessant. Gut, dann weiß ich das ja jetzt. Mann, verpiss dich! Da. Ja, okay, dann nicht, genau. Nee, hä? Ernsthaft so? Hä? Geh doch jetzt weg, du Mistvieh! Ach so. Ja, ich glaube, ich verstehe es. Nee. Oh, ich reiß dir sämtliche Oh. Nee, so auch nicht. Hä? Ach so! Wow, okay, interessant. Gut. Das war's dann auch von diesem Part hier wieder. Ich hoffe, das nächste Mal schaltet ihr wieder ein zu mehr Dragon Quest Builders. Da geht's auch wieder ans Bauen, ich verspreche es euch. Das war heute ein Erkundungspart der Extraklasse. Das nächste Mal geht es wieder mehr ab in Sachen Schloss bauen. Wir werden uns zu Part beginnen. Noch ein bisschen. Oh. Guck mal, das ist spannend. Wir werden uns zu Part beginnen noch ein paar Steine holen. Beziehungsweise, wie viel habe ich denn? Ich sehe es nicht. 80, okay, das sollte erstmal reichen. Das heißt, nächster Part wird gebaut, definitiv. Nächster Part wird volle Bau-Action. Genau, gut. Bis dahin und ciao. Euer V-Row. Tschüss.